hat schnell über den Platz gespielt. Nie gefahren. Da ist jahrelang Szene gewesen. Weißt du wieder? Wie? Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich da durchlaufe, schaue ich da über. Ehemal Platzspitz. In ein paar Jahren auch, wie es daheim war. Kann ich sagen. Jetzt können wir den Ball wieder ins Bett schicken. Was läuft denn jetzt? Ja, jetzt eigentlich mehr oder weniger nicht zur Nacht. Und eben am Tag dann im Schuggerkopf. Also, du bist die Nacht hier unten, gell? Ja, jetzt in letzter Zeit schon, ja. Weil ja, wo willst du hin, oder? Es ist recht schwierig, weil die einen Notschleifen haben zu im Sommer und die anderen die sind besetzt. In Zürich kann ich nicht, weil ich eben nicht Stadtzürcherin bin. Jetzt haben wir 7:30 Uhr. Es ist gerade recht. 7:30 Uhr, 8:00 Uhr, die Schmier. Und dann laufst du nach vorne, retour, die Schmier weg. Kannst grad herfahren und wieder weitermachen. Es sind jetzt zwei Stammkunden, die zwei da drinnen. Die kommen jetzt jeden Tag zu mir. Super material, sugar cola. Sino buono tu non prendi, credi a me. Io ho il caso. Vai giornalista, yeah, yeah. Tu vuoi prendere. Das ist extrem, ey, weißt du? Du denkst, mein Leben besteht eigentlich. Ist auch nicht gerade aus einem grossen Umfeld. Dafür bist du, kennst du dich hier aus. Tossi und Beatrice, beide Filterlifixer, Berufssoldaten an der Drogenfront. Sie stellen den Tisch zur Verfügung. Eine Kiste, eine Schachtel, ein Bügelbrett, die Löffel zum Auflösen der Drogen, die Spritzen, Eisen in der Szenensprache, das Wasser, die Alkoholtupfer. Ihr Lohn, die Zigarettenfilter, durch die der Fixer den Stoff in die Spritze gezogen hat. 5 bis 10 Filter geben eine Spritze, einen Knall. Filterlifixer sind Profis, Kleingewerbler, die ihren Stoff ehrlich und hart verdienen. Einzelkämpfer und Schwerstabhängige. Viele Kunden bedeuten viele Filter und wenn rundherum geknallt wird, dann knallen auch sie. Konsum animiert, jeder Raucher weiß es. 10, 20, 30 Knälle im Tag. Das, was fast alle auf der Gasse konsumieren, Cocktails, Heroin und Kokain gemischt. Der Filter ist fix, ist schon sehr viel. Sobald ich knall zusammen habe, zack, in der Welt. Jeder hat irgendetwas, wenn er den Knall gemacht hat. Der eine fängt an suchen und so, oder? Der eine macht das und ich habe jetzt zum Beispiel mit der Haut, oder? So wie ein Böckeli, oder? Und im Fuß ist es eben so, im Fuß beißt es eben extrem ab und zu. Es gibt Leute, die sagen, ich spinne, ich bilde mir das ein, oder? Aber ich habe wirklich nach jedem guten Knall oder ganz guten Knall, ich habe das Zeug an der Haut und das stört mich extrem. So, was ich meine. Das schwarze Zeug hier. Mhm. Ach, ich bin jetzt ein nervös. Manchmal schon ja in den Augen extrem, so wie weisse Dinge, oder? So weisse Schlenke, ich weiß nicht wieso. Und ich hatte ja früher nie ein Pückeli oder Puff mit der Haut.
Was ist das? Da habe ich eben den Pflegmonko letzten Winter. Was ist das? Ich bin am Morgen verdrochen und mein Arm war undick, von da bis da oben. Ich habe nicht gewusst, was ich kann, oder? Und dann ist der Schmier hat mich dann reingenommen in Hegibach. Und dann hat mich der Arzt hat das gesehen und hat gesagt, Notfall im Spital. Dann, im Spital haben sie mir dann gerade operiert und sie haben also gesagt, einen Tag später hätte ich den Arm abnehmen. Das ist das Eiter, das wandert und wandert, oder? Wir haben es auf Deutsch gesagt, den ganzen Arm ausgehört, oder? Sie haben bei den Sehnen und überall entlang alles Eiter. Das kommt auch von der Nebenlampe, vom Dreck. Agas. Das arabische Wort hat sich eingebürgert. Jeder Fixer kennt den Warnruf, der die Polizei ankündigt. Das ewig gleiche Spiel, 3 bis 4 Mal jeden Tag. Manchmal kommen 8, manchmal 100. Alles rennt weg. Dealer versuchen, den Stoff zu verstecken. Dann ist es vorbei. Die Szene reorganisiert sich. Ursula. Suchen, weißt du? Wenn so das Landraumig versteckt. Ich hatte sie im Sonne-Ecke kennengelernt. Pfarrer Siebers Drogenklinik. Von dort ging sie in den Entzug und die Therapie. Und haute wieder ab. Stoff durch? Ja, ich suche Stoff wieder mal. Ich bin wieder nicht zurück in Sonnenecken. Halt mich überhaupt nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr mit mir. Wenn du hier so umschaust, oder? das ist fast mein Daheim. Ein Daheim, das ich hasse. Aber da kenne ich die Leute, da weiss ich, wie es geht. Ich kenne mich aus, kann mich durchschlagen, kann mischen und so. In der anderen Welt. Ich bin nicht mehr angenommen, ich bin nicht mehr aufgenommen, ich komme nicht mehr zurecht. Ich bin, wie soll ich sagen, wie jemand aus einem anderen Planet. Völlig. Das ist total ein anderes Leben, es sind andere Sprachen. Ich würde sagen, das ist eine Fremdsprache. Da unten, was wir reden. Das ist, in der Kiste ist es mir am besten gegangen. Wirklich. Dort war ich super, ich hatte kein Methadon. Ich hatte dort eine Beziehung, eine Freundin. Ich hatte so einen engen Kontakt mit ihr, ein Jahr lang. Wir waren immer zusammen und wir waren fast abhängig voneinander. Und dann sind wir auch zusammen rausgekommen. Und nach einem Monat, zwei, nimmt sie sich das Leben, oder? Und auch immer mit den Eltern, weißt du, immer das Gefühl, sie haben es wirklich nicht verdient. Also, sie haben es wirklich nicht verdient. Sie haben alles gemacht und es sind ganz gute Eltern, es sind liebe Leute. Du hast es gut verdient. Nein, ich habe es nicht verdient, aber ich bin selber schuld. Ich habe zu wenig überlegt, ich habe Spitzentennissport gemacht, ich war super gut, ich war kantonale Meisterin von Luzern. Ich war in der Schule gut, ich habe einen Beruf gelernt als Arzthelfer. Mir ist es irgendwo zu gut gegangen und ich habe es dann ausprobiert mit Kollegen und Zeugen und Sachen. Und mit einem Chemiker und dann bin ich 1-2 drinnen gewesen. Und ich habe immer gedacht, ja komm, mich trifft es nicht, ich muss so gut Tennis spielen und Zeug und Sachen. Ich komme gerade wieder weg davon. Ja, und es ist halt dann nicht so gekommen. Jetzt habe ich ein bisschen Horror zu mir gehen. Fast nicht. Felix ist nicht da.
glaube, ich bin abgestürzt. Was habe ich gedacht? Was machst du jetzt? Jetzt bleibst du aber noch da, gell? Ja, wenn ich kann, ja, bleibe ich noch da. Jetzt bist du ja erst einmal verspätet heimgekommen. Ja. Gell? Mhm. Das ist also einfach schon vor der Wahl, oder? Ja, ist klar. Jetzt kommt noch eine Linie raus. So. Und jetzt hier. Da ist noch. So. Ja, komm. Ja, und jetzt sehe ich. Jetzt habe ich nämlich schon mehr. Yep, über 20. Über 20, sehr gut. Sehr gut. Der hat nämlich weniger gehabt. So. Also mit. Okay. Mauro Tosetti, Tossi genannt, gelernter Elektromechaniker. Fixer seit 14 Jahren, jetzt vollberuflich. Bezieht eine kleine IV-Rente wegen eines schweren Unfalls. Schläft tagsüber in einer öffentlichen Toilette. Am Lettenschlafen liegt nicht drin, weil alles geklaut wird. Sie ist meine Chefin jetzt. Chief. Nein, ich sehe, wir kennen uns gut, wir sind gute Kollegen, aber es ist nur das, es ist nicht mehr. Nie mehr gesehen, und sie dann nicht. Freundin, in Anführungszeichen. Ich bin der Beste. Ich habe Therapie gemacht. Bist du in der Schweiz? 92. Komm mal, lieber lernen, Louis, Christoph. Und wieso bist du wieder abgestürzt? Nein. Ja. Was für ein Wasser? Ich will mich gleich finden, draussen. Aber da in Zürich aufgewachsen. Dem Leben raus. Was ausserhalb ist von da. Ich meine, es ist nicht unmöglich, dass es mir gefällt. Da. Ja, ist doch schwierig da, oder? Ja. Aber. Wieso magst du nicht mehr? Ich hoffe, meine Kinder. Was heißt? Ich hoffe, meine Kinder schauen das nicht. Das stimmt. Wie alt sind sie? 13 und 11. Das ist kein Recht. Was ist denn passiert? Ich bin geschieden seit 6 Jahren. Ist mit dem abgestürzt? Hast du noch Kontakt zu deinen Kindern oder nicht mehr? Wenig in dem Zustand, wo ich bin. Ich rufe ab und zu mal an. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Dass sie mich so sehen. Gesagt haben sie es. Was ich bin, habe ich schon gesagt. Du wüsstest es. Ich habe mit Drogen zu. Agash, immer wieder Agash, jetzt um 3 Uhr nachts. Zusammenräumen, Filderli-Tische unter den Armklemmen abhauen, immer wieder. Letten, immer wieder Letten, Tag und Nacht. In den OD-Anzug, das Übergewändli steigen, die Leute vor sich hertreiben, zusehen, wie sie sich 100 Meter weiter wieder einrichten. Das ewig gleiche Spiel. Dossi? Ja, das ist gut. So, es gibt
die Stelle dort. Du hast nur von dem. Ja. Okay. Schnuff. Okay. Nicht zu bewegen, bitte. Sorry, ey. Weißt du es noch? Ich bin streng gegangen. Ja, was hat gefällt? Was? Kopfstütze. Oh ja, so. Ah, drum, jetzt check ich es. Das darf nicht warten. Tränengas, schmeckt es nicht. Jetzt kommen sie. Die Rühre, die alles am Boden, ich kann nichts. Jetzt können wir wieder anstellen, oder? Zum Zweck. Da drüben? Und jetzt die Kohle. Nein, sie sind da oben. Ja. Jetzt warten sie hier noch. Sauber muss es sein, ordentlich aufgeräumt. Man muss freundlich sein zu den Kunden, auch wenn sie eklig sind. Auch wenn man krank ist. Immer höflich. Der Berufsstolz der Filterlifixerin Beatrice. Eigentlich geht nichts mehr in den Fuß von Beatrice. Er ist geschwollen. Die Venen kaum mehr zu erkennen. Paul probiert es trotzdem. Sein Liebesdienst. 20 Minuten Suche nach einer Vene. Was meint er mit? Ja, dann wollen wir sehen, oder? Guck mal, du hast gesagt, es geht. Das ist ja alles klar. Und wir sind ja an der Samstag, oder? Ja, das ist voll genauso. Scheiße, ja, wir sind da. Ja, ist gut. Das ist gut, ich merke etwas. Bitte. Bitte. Das ist schon gut. Merci. Beissen tut es extrem am Fuss.
Beatrice, kennst du mich noch? Du wolltest fragen, ob wir wieder kommen können, ob die Zeit schon mal ist, der Monat. Ja, gern, ja. Das ist Gossmann. Ich wollte fragen, ob sie noch Platz 2 frei hätten. Notschlafstelle. Beatrice und Paul haben seit Monaten keine Wohnung mehr. Die zuständige Notschlafstelle Wetzikon ist im Moment für sie verschlossen. Man soll höchstens einen Monat dort bleiben können und in dieser Zeit seine Situation klären. Gedacht ist das als Anreiz zum Aussteigen. Die Praxis? Nach einem Wartemonat dürfen sie zurück. Beatrice und Paul warten und suchen nach einer anderen Schlafgelegenheit. Heute haben sie Glück. In Wädenswil, 30 Bahnminuten von Zürich. Paul ist erschöpft und hat Fieber. Am anderen Tag suchen wir Tossi vergeblich und finden ihn schließlich in der Notfallstation des Stadtspitals. Ich hab passiert mal so. Jemanden finden wir im Spital. Ursula mit ihren Eltern. Sie hat vor ein paar Tagen nachts um 3 Uhr mit einem Dealer, für den sie geschöpft, das heißt vermittelt hat, Krach bekommen um ihren Lohn. Er warf ihr ein Fläschchen hin und sagte, es sei Methadon. Sie trank es, schwer verladen schon mit Heroin, Kokain, Methadon. Es war Ammoniak, das auf der Gasse gebraucht wird, um aus Kokain Freebase herzustellen. Der Schmerz, ja. Es ist extrem, vor allem also vom Freitag auf den Samstag. Und am Samstag, durch, als ich noch auf die Ips war, war es extrem. Es ist fast nicht mehr ausgehalten. Und vor allem, was dann mit dem Schlauch in den Abend sind, das war total brutal. Ja. Ja. Was hast du denn gemacht, nachdem du das Schluss hast? Also ich habe es dann gar gemerkt, ich habe vom Geschmack her, also vom Beis, also merke ich, den Geschmack habe ich gekannt vom Ammoniak. Und ich, einfach, ich bin dann praktisch auf allen 4 Sonnenecken und dort haben sie mir dann einfach mal gelassen, bis am Morgen. Und am Morgen sind wir dann ins KFO, weil im Sonneneck kein Arzt dort ist, schon übers Wochenende. Und dann, ja, und der Arzt hat gesagt, sofort ins Spital. Und die haben dann die Untersuchung gemacht, die Zeug und Sachen.
Ja, ich habe es nicht ganz verstanden, so, wie man das schlucken kann. Ich im Nachhinein auch nicht, aber irgendwie ein Mädchen ist schon grusig zum Trinken. Und dann bin ich so zu gewesen, dort. Das ist einfach, ja, wieder mal etwas mehr. Die Ruhe da ist so, ist irgendwie, für mich ist das total beschwert. Also, weißt du, ich merke, ich jetzt wieder die Vögel pfeifen. Ja. Vorher gar nicht mehr realisiert, auf das Gas bist und die Hektik und so. Das realisierst du gar nicht und plötzlich merkst du, die Vögel pfeifen. Ja. Vielleicht pfeift einer von mir. Gestern Nacht haben wir einen Stern geschenkt. Was meinst du damit? Hä? Was meinst du, hast du einen Stern geschenkt? Also ich habe einfach, das hat mir total gut gefallen, also rausgeschaut. Und dann gefunden, der gehört jetzt mir und ich habe mir den geschenkt, ganz offiziell. Und der gehört jetzt einfach mir. Ja. Ich habe schon zum Beispiel, also ich hatte das schon früher gehabt, so ein Bäumchen, wo es war ganz, ganz klein, wo ich, ja, was bin ich denn, 17, 16, so sind wir mit den Eltern. Wir sind durch die Tür gefahren, und da war oben das Bäumchen. Ich habe immer gesagt, das ist mein Bäumchen hier oben, oder? Und jedes Mal, wenn wir auch heute noch durchfahren, oder meine Eltern durchfahren, wüssten sie mir, ja, das ist ihr Bäumchen. So. Ich schenke mir noch viel so etwas. Wenn mir etwas ganz gut gefällt von der Natur, so, dann schenke ich es. Und jetzt ist das Bäumchen schon groß? Ja, es ist recht gross. Es ist schon recht gross. Mann. Also schon grösser als ich, auf jeden Fall. Und es steht immer noch. Und das Frucht an diesem Bäumen ist, es hat eigentlich die schwierigsten Voraussetzungen zum Leben. Oder? Unten dran ist die Autobahn. Und es steht total allein. Es steht völlig allein auf dieser Brücke oben. Also weit und breit kein anderer Baum rum, weißt du? Nur einfach unter die Autobahnbrücke. Und da musst du dir mal vorstellen, die Abgase und alles und so. Und nur das Bäumchen da, aber ganz allein. Aber es lebt, es überlebt. Oder? Und das fasziniert mich und das ist meins. Das finde ich gut. So Sachen finde ich gut. Sorry, es tönt aber fies von mir. Ich meine, ich will nicht. Aber es ist doch kein Leben, schau mal, was du willst. Nein, ich bin zufrieden. Du bist jetzt zufrieden, aber ich kann nicht Leute, die wollen aufhören. Ja, das sollen die sagen. Dann geh zu denen, geh reden so. Aber nicht zu mir, ist gut. Ist schon gut, du machst das Leben kaputt. Nein, mach ich nicht. Ich fixe schon 13, 14. Und ich bin fit. Und ich bin topfit. Ich habe die letzte Untersuchung mit dem Doktor gemacht, wie wenn ich noch nie gefixt hätte. Nur meine Leberwerte sind ein bisschen höher, sonst schon nicht gut. Okay. Du bist aber süchtig jetzt. Ja, der andere ist alkoholsüchtig, Zigarettensüchtig, du bist verkotsüchtig. Du musst gar nicht wieder anfangen zu diskutieren. Nein, schon gut. Jeder hat seine Sucht. Und ich geniesse meine. Nein, du gewinnst ja. Du kannst dich mich nicht wählen von meiner Sucht wegnehmen. Nein, aber wenn einer will, kann ich helfen. Ja, ich will nicht dir, ich kann anderen helfen. Weißt du? Eben, ja, das will ich ja, dass du mir nicht hilfst. Ja. Sie wird mir helfen. Was hat sie gesagt? Wegkaufen. Ich mache mich kaputt. Also, jetzt. Komm. Mit der Gewerkschaft gibt es kein Problem. Okay. Tossi mit Filtertisch unterwegs zu einem der Eckpunkte seiner kleinen Welt. Hey.
Hey! Gabi! 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 Hallo! Gabi! Hey! Ach, ist die so über mir? Hey! Gabi! Hallo! Hey! Joli! Schau, jetzt ist 18 Uhr. Hey, was machst du? Ich komme vorbei mit dem da. Guck mal, so Charlo, schlimme Sache. Der Christian ist schon. Ja, gut. Du musst dich ganz schnell einschreiben. Eben, ja. Scheiße. Geil. Werden sie ja? Keine Ahnung, wenn ich das machen. Hast du keinen Bericht bekommen? Nichts, die haben einfach rausgerührt. Yes. Komm schnell hinter. Komm schnell weg, kannst du nicht mehr ziehen. Ja. Was ist passiert? Voll auf den Beton geknallt. Seit wann? Oder wann? Ja, ich weiß nicht mehr. Vor 3-4 Tagen. War nicht so neu? Ich habe nichts gesehen. Bis Sonntag auf dem Montag war das sicher. Sicher. Oh. Echt Scheiß wieder da. Jetzt ist es so, ist es zu, dass es nichts passiert. Es sieht nicht schlimm aus. Es sieht so aus wie eine ganz normale Wunde, die man nicht gemacht hat. Dir geht es einfach schlecht. Insgesamt. Gell? Hast du das Gefühl? Du bist so lustig. Mir geht ziemlich miserabel wieder mal. Du bist total abgestürzt. Ja, es geht alles. Ich weiß nicht, was siehst du das? Ja, was auch. Das ist ein genialer Filtertisch, habe ich gesehen. Hast du noch das? Mhm, jetzt ich schon kann mich bügeln und dann hat die Leute das Gefühl, Du willst schon wieder mal etwas machen, um aus dem Elend rauszukommen. Ja, weißt du, wenn du mal duschen. Duschen und zum Duschen. Was meinst du mit dem? Ja, aber wieder mal abstinenz. Ja, das Mädchen oder irgendwo in Notschlaf stehen, da auf die Tür. Du hast einen Joint geraucht und dann ist es reingefahren. Total extrem. So habe ich eigentlich, darum habe ich auch angefangen. Es hat mir total gefallen. Die ganze Umwelt ist in ein schönes Licht gekommen. Und nachher habe ich geschnupft und mit 17 habe ich dann den ersten Kick gemacht. Und dann, ja, den ersten Kick mit 17. Und von dort weg habe ich nur noch gekickt. Mit 17. Und heute bin ich 31. Der längste Zug, 2 Monate. Eben. Also die längste Distanz, die ich nicht genommen habe. In dieser ganzen Zeit. Du hast Angst, auf der Waffe zu kommen? Ja, das ist das Schlimmste. Das ist etwas, das recht einfährt. Wie ist das denn? Ja, das ist. Du fühlst dich so miserabel, dass du hast keine Energie mehr, keine Power mehr. Du magst kaum mehr, dich vorwärts zu bewegen. Du bist völlig weh und du schießt dir alles an. Du hast überhaupt keine Lust. Und du kommst langsam aber sicher Fieber rüber.
ein bisschen Schüttelfrost. Es ist kalt, warm, kalt. Bauchweh, Durchfall. Also je länger es geht, desto mehr ist es so. Nach dem zweiten Tag. So. Am zweiten Tag ist es immer schlimm. Am dritten ist es echt krass. Und dann nimmt es dann schon wieder, wird es schon wieder besser. Aber so weit lässt du es gar nicht kommen, weil du musst vorher den Stoff. Das ist in dir rein, so ein Trieb. So ein, ich brauche den Stoff. Komm mich abholen. Dann machst du Krieg. Und dann kommst du vom Abfall und das ist so ein geiles Gefühl. Das ist ein schönes Gefühl. Was für ein Gefühl? Das kannst du gar nicht beschreiben. Es ist einfach, dein ganzer Körper wird entspannt. Wie wenn du herliegst und es tut dir jemand den Körper massieren, oder? Und verkrampft bist. Das löst sich alles. Nur tut sich das in einer Sekunde lösen. Das ist total geil. So das Ganze kommt über dich hier. Und du bist total gelöst und hast wieder Energie. Und bist wie auftanken. Wie wenn du Benzin für ein Auto einfüllst. Dann kannst du ein paar hundert Kilometer fahren. So fühlst du dich auf. Medienfutter. Durchschnittlich 20 Fernsehequipen pro Woche aus aller Welt. Diesmal das welsche Fernsehen, als Zeuge einer Prachtsaktion. Veteran Tossi ist voller Bewunderung. Hey, das mal, wir haben gerade geredet, es ist super gut gemacht, super schlau eingefahren. Das ist genial. Ja. Jetzt überlegen wir mal, wie viele Päckchen das da rumliegen müssen. Fangen wir an suchen. Ich kann nämlich schon angefangen. Eiserlöffel, wer will auflösen? Eiserlöffel, wer will auflösen? Wer braucht Kerzen? Ich habe 20 Kraften im Bild. Brauchst du Kerzen? Nein. Wer will auflösen? Alle! Eiserlöffel, wer will auflösen?
Essen, Löffel. Eisenlöffel, wer will auflösen? Und wieder einmal Agas. Feierabend für Beatrice und Paul. Der Wartemonat ist vorbei. Sie können wieder einen Monat lang nach Wetzikon kommen. Die nächste Drehung in einem mühsamen Fixerleben. Auf einmal habe ich gemerkt, dass er fixet. Und dann haben wir lange Streit schon wegen dem und gesagt, hör doch auf, es bringt nichts. Und er hat zuerst noch die Gocke gekriegt. Und dann, ja, was Verrückte und so. Ja, es ist keine Ausrede, und ich gesagt, ja, machst du mir auch jetzt ein. Ich will wissen, ob es wirklich so extrem ist, dass man das einmal macht und dann nicht mehr aufhören kann. Ja, und dann irgendwie das Zweite, bist du einfach auch schnell. Ja, finanziell alles, vor allem die Gocke, oder? Machst einen und dann, ja, fühlst du dich gut. Bist gut zu Weg und dann willst du den Ball wieder rein und dann knallst du eins nach dem anderen und finanziell geht es natürlich schnell das Loch ab, also gehst du ab. Ja, dann zahlst du nichts mehr, so haben wir die Wohnung verloren letzten Herbst. Und das ist auch der Grund, dass wir auf der Gasse leben jetzt. Wirst gleichgültig, ist der gleich, oder? Eben bist du immer im gleichen Trott auf der Gasse. Irgendwie eben, denke ich dann gleich wieder, ich sehe mich, dass ich mal wieder rauskomme. Aber irgendwie weiss ich nicht, wann das ist, oder? Es ist eben schwierig. Wenn du es träumen würdest davon, wie es ganz gut wäre, ganz schön, wie wäre das? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das verstehen soll. Also ich verstehe es schon, aber... Wie ist dein Leben, wenn es ganz schön wäre, so wie du dir am liebsten wünschen würdest? Mhm. Wie wäre denn das? Ja, also ehrlich gesagt, meine Vorstellung ist eigentlich schon immer ein bisschen ein häuslicher Typ, oder? Also eben Hausfrau, Kinder haben, so schon die Richtung, muss ich ehrlich sein. Das habe ich mir eigentlich schon immer ein bisschen gewünscht, aber ich habe halt nie so... Bis zum jetzigen Mann ich nie den Mann gehabt dazu, weil ich nicht einfach einen Mann nehmen und Dach und Krach oder weiss nicht wie heiraten und jetzt schon geschieden sein wieder mit Kind und so Sachen. Also ich fühle mich jetzt so wohler allein mit dem Freund zusammen als wie andere in meinem Alter geschieden und Kind und so Sachen. Hast du eigentlich noch mal Kontakt gehabt mit deinen Eltern in der letzten Zeit? Ja, eben, Mutter habe ich nie gekannt und mein Vater ist vor 5 Jahren gestorben. Eigentlich nicht gross Kontakt. Ich habe bei meinem Onkel gelebt. Ich habe mich immer mit dem abgefunden, dass ich halt, ja, es ist ja so. Ich bin nicht die Einzige. Und ich nehme das auch nicht als Grund, dass ich jetzt dich fixe, überhaupt nicht. Ich war auch genug gewesen, oder ich wusste, was ich weiß, was ich mache. Oder ich schiebe das überhaupt nicht auf so etwas ab, was viele andere leider machen. Gegen den Eltern oder so. Das ist auch der Grund, dass ich irgendwie immer gerne mal ein Mann und Kind will. Kommt schon, es ist schon irgendwo nicht da, oder eben die gewisse Liebe und Geborgenheit. Das würde ich dann gerne meinem Kind geben, oder? Also wenn das mal der Fall wäre. Schlafstelle Wetzikon, das Zuhause für einen weiteren Monat. Von abends 9 bis morgens 9. Zum symbolischen Preis von 5 Franken pro Nacht. Bezahlt aus dem monatlichen Fürsorgegeld. Ja.
Weißt du, du hast nie Wochenende, du schaffst. Das ist so viel. Jeden Tag kannst du Eisen tauschen, wie so zu. Weißt du, so. Ohne Ausnahme. Immer so. Bunker Helvetiaplatz. Beratungsstelle und Notschlafstelle. Ein wenig Ruhe. Eisen tauschen, Kaffee trinken, duschen. Oh, na komm mal. Knallen, wenn keiner hinsieht. Jetzt nochmal Eisen duschen. Ich frage, vielleicht kann ich da schlafen. 20 Minuten. Und bei mir heisst es eben nach viermal, ich sage hoffnungslos. Ich darf nicht mehr da schlafen. Ich habe es verboten, oder? Hoffnungsloser Fall, weil ich will ja fixen. Darum haben die Stempel drin da. Hoffnungslos. Darum darf ich nicht da schlafen, weil ich fixen bin. Ich lasse mich nicht vermitteln. So wie man es sollte. Aha. Alles Kabine ist manchmal schon extrem. Das beißt mich jetzt. Das gibt jetzt einen Ausschlag. Da, das ganze Ding. Ach, du darfst es. Ja, das ist nicht. Ja, die fragen die immer wieder. Und? Hast du echt voll? Ja, ich schieße völlig auf der Gasse. Ich habe ein einziges Mal gesehen. Es wird uns viel so. Also, weißt du, eine Beziehung zu meinen Freunden, die haben du was machst du, wo? Ja, da kannst du Schichten anfangen. Weißt du, das ist ein schönes Wasser. Und dann gehst du mit dir abstehen. Ja, eine Schicht. Das ist so extrem. Ist das nicht gerade ein Käse oder so? Nein, weißt du, wie viele Kilometer laufen die Füße? Weißt du, wie gibt es so? Aber hast du keine Angst, dass du das nachher irgendwie Blatterin nicht bekommst? Nein, es gibt eine neue. Das ist schön. Ich bin sicher aufgeschworen. Ja. Nein. Feuer habe ich wählen. Ja, ich habe kein Feuer. Ja, das gibt es. Aber soll ich aufziehen? Ein Löffel? Ja, ja. Ja, das ist gut. Habe ich jetzt über den Löffel? Das sind Schuhe. Im ganzen Winter haben sie nur getragen. Die grünsten Schuhe. Siehst du? Seite für Stärkung kannst du rausnehmen. Ja. Da. Kannst du aufmachen? Da hat es ein Stängel drin, da, oder? Wo ich eben das Bein weggehauen habe. Ich habe da das Bein weggehauen, habe ich das gebraucht, weil ich keine Kraft mehr hatte. Also wie ist das Bein weg? Das ganze Bein? Ja. Und jetzt ist es wieder angenehm? Ja. Ich weiß. Das ist ganz gut. Machst du nicht so? Ja, irgendwas. Nein, ich weiß nicht, was ich mache, aber keiner mehr auf der Gasse. Der ist hier gestorben, dass der Winter. Dass auf der Gasse der Teufel ganz krass ist. Und was anderes geht, das Licht, die Wärme, die alles sucht. Das ist eben Gott. Das ist das andere, darum redet nicht so viel. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Also, ich habe es einfach so erlebt. Hast du das Gefühl, du hast versagt? Nein, nicht versagt, aber ich habe bei Gott dort die Chance, die ich gegeben habe, einfach vergeben. Das habe ich gemacht. Die Chance vergeben.
Der Mensch kommt nicht mehr. Mal, auf das warte ich ja. Die Chance warte ich, dass er noch mal anklopft. Dann mache ich den Fehler nicht mehr. Aber eben, ich muss zuerst mal warten. Ich warte, vielleicht warte ich vergeben, was ich zwar nicht glaube. Aber er wird sicher wieder kommen. Er wird mir noch mal eine geben. Eine Chance. Die Chance zu Gott. Ja, viele reden von Gott und viele glauben an Gott. Sie sind sehr viel glauben an Gott. Oder glauben einfach an etwas Höheres. Praktisch die meisten. Es gibt, glaube ich, niemanden, der es nicht macht. Ob jetzt mal Araber oder nicht. Sogar der glaubt an etwas. Ja. So, dass Gott so krass geredet wird, ich weiß das auch nicht recht. Ich kann es auch nicht erklären. Weil Gott, weil sehr wahrscheinlich viele sind von der Droge, sie wissen, dass der Tod ist, oder? Droge, Endstation, Tod und Tod und Gott und Teufel, das beschäftigt einen halt. Weil das ist, steht in der Bibel schon alles und das, was nachher ist. Und es ist irgendwie so von sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe keine Erklärung. Sehr wahrscheinlich hat es alles mit dem zusammen. Dass man darüber redet, viel mehr wie sonst im Leben, weil man eben nahe am Tod ist mit diesen Drogen. Oder man ist wirklich nahe dran. Das kann jeden Tag einen putzen. Hast du nie Angst? Angst? Ja. Sterben? Ja. Wenn es so weit ist, dann holt mich Gott. Dann ist es so weit. Aber sonst? Ja. Ich habe gar nichts gesagt. Ja, ich komme laufen. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Hey, ich bin der Mensch. Gut zusammen.